Eternal Darkness, ja. Ja, ist ein Horror-Game. Und wir spielen immer in verschiedenen Zeitepochen, um Rätsel zu lösen quasi. Ja. Eigentlich geht es darum, irgendwie das Böse wohl scheinbar in irgendeiner Form zu besiegen. Wir haben hier Runen, mit denen wir zaubern können gleich. Kann ich dir zeigen, wenn wir es wieder können. Und in der Gegenwart haben wir eigentlich eine Hauptprotagonistin und deren Onkel ist gestorben. Und deswegen geht es hier eigentlich um alles. Ja, das ist jetzt toll zusammengefasst. Nichts. Du bist ein Zauberer, Harry? Ja, ein Revolver. Danke. Oh. Peter sieht sich den Preis des Krieges... Warte, was? Peter sieht sich den Preis des Kriegers gegenüber, wie Baumstämme aufgestapelte menschliche Körper. Achso, die blutigen Körper junger Männer, die im Kampf für ihr Land und das Land der anderen das größte Opfer gaben. Wieso kann er es sehen? Es ist stockfinster. Jetzt, jetzt kommen wir wieder. Da sind wir. Da sind wir wieder. Oh oh. Es ist nur noch ein Sockel frei. Ich glaube, das hier wird sein Platz sein. Oh oh. So, das ist Tome of Eternal Darkness. Oh oh. Hier sind wir also wieder. Also du bist ein Typ, der in der Gegenwart eine Frau ist, der durch die Zeit geht, um Rätsel zu lösen. Das ist mal ein einzigartiges Storytelling. Ich finde es wirklich einzigartig, wie das Spiel es so macht, ehrlich gesagt. Gibt zwar schon mal so ein paar Sachen, so ein paar Spiele, die machen auch so Zeitdinger, ne? Sag mal, können wir vielleicht, haben wir vielleicht, hallo, irgendwie, hallo. Muss ich jetzt schießen? Ich mag halt, wie das Besondere bei Eternal Darkness ist halt das Coole, dass es so die vierte Wand quasi durchbricht, ja? Weil ich das Spiel immer komplett verarsche, wenn deine Sanity leer ist. Zum Beispiel gestern hatten wir eine Verarsche, das Spiel hat so getan, als hätte es den Spielstand gelöscht. Mega verrückt. Das feiere ich halt, das ist schon sehr einzigartig hier. Das ist ziemlich cool. Wir müssen gehen! Oh oh. Ihhh. Scheiße, ich habe nur eine Pistel und einen Schuss! Ich kann damit... Mann, ich hasse alles. Und halt die Sache mit den Runen hier. Das ist ziemlich cool mit den ganzen Zaubersprüchen. Oh, scheiße. Was machen wir denn jetzt? Wir machen gleich mal Isolierung rein. Und zwar jetzt. Mantorock. So, komm her. Komm. Ja, tut weh, ne? Krasse Geschichte. Junge, meine Sanity ist ja komplett im Arsch wieder. Das hat mich eine Kugel gekostet. Großartig. Wir müssen uns heilen. Mach ich einen Fünferspruch? Nee. Hey, der ist reingekommen! Scheiße, meine Isolierung. Nein, weg, scheiße, wir müssen gehen! Aber die Dreier-Isolierung hat ja gereicht. Da! Scheiße, das hat mich erwischt. Scheiße. Das hat ja gepasst. Und jetzt bist du in einer Epoche, wo die Menschheit Krieg gegen übergroße Heuschrecken führt? Nee, das ist, wir sind gerade, ja, wir sind in 1916, wir sind im Ersten Weltkrieg gerade. Tatsächlich.
Übergroße Heuschrecken. Ja, hat ein bisschen was von übergroße Heuschrecken. Stimmt. Hey, was? Stream Elements? Lol. Okay. Hey, voll der Text-Spam hier, was ist jetzt los? Oh mein Gott, jetzt lädt die Seite neu. Moment, ganz kurz, bitte warten Sie einen Moment. Das hier muss aus sein. So, jetzt. Ja, wir haben keine Kugeln mehr. Was machen wir jetzt? Und wir sind scheinbar fast tot. Liste der Sprüche. Erholung. Mantorock 5er. Ab geht's, die Post! Bäh! Sehr große Heilung. Ich liebe die Mantorock-Magie mittlerweile. Wir sehen einen Scheiß. Können wir vielleicht wieder eine Schlagwaffe bekommen? Oder eine Fackel? Oder so? Oh Gott. Bitte gehen Sie weg. Bitte. Oh nein. Scheiße, was ist passiert? Ach, meine Nase. Sind alle Menschen weg? Oh, die Isolierung ist hier noch. Oh nein. Ih, der ist aufgestanden. Ih, ekelhaft. Ih, geh weg. Ja, du kommst hier nicht rein. Das feiere ich halt bei dem Spiel. Das Ganze mit den Magie und den Runen und so, diese Zauber und so, das macht schon echt Spaß. Da ich ja gerade nichts ausrichten kann, keine Waffe habe und so, ist das gerade die beste Möglichkeit zu kämpfen. Hä, da liegt plötzlich was. Dein Ernst? Auf dem Altar liegt ein Gewehr, das wahrscheinlich von dem flüchtenden Wachposten zurückgelassen wurde. Klar, das ergibt Sinn, nicht? Jetzt habe ich eine Flinte. Schon wieder eine Schusswaffe. Hey, der ist tot. Einer der Wachen liegt tot am Boden, ein plötzlicher und grausamer Tod. Ihre zerschmetterten Glieder stehen in merkwürdigen Winkeln vom Körper ab. Aus Mund und Ohren fließt Blut. Der hat was Falsches getrunken, glaube ich. Da liegt was! Ein Stück uraltes Papier liegt auf der Orgel, achtlos beiseite gelegt und vergessen. Das Notenblatt! Der Einschlag des Granatfeuers hat den Generator der Kathedrale ausgeschaltet. Die Orgel funktioniert nur, wenn sie mit Strom versorgt wird. Sobald der Strom wieder da ist, kann auf ihr sicherlich gespielt werden. Ja, das wollen wir doch. Total. Unbedingt jetzt mitten im Ersten Weltkrieg ein bisschen Orgel spielen. Ab geht die Post. Und die Post geht ab. Aber jetzt können wir hier Magie einsetzen, ne? Prüfen erstmal. Der Lauf der Zeit hat Spuren hinterlassen. Wo auch immer das plötzlich herkommt. Liste. Wir machen Erkennung, schätze ich mal. Fünferspruch rot. Das war's nicht. Ich hab's. Schockwelle, sprechen, 5, rot. Okay, doch nicht. Gecko wirft ja nicht gleich die Flinte ins Korn. Ach, wohl. Schön. Aber hier. Mach ich doch gar nicht. Na gut. Was ist hier los? Das ist ein Achterspruch, oder habe ich mich verzählt? Nee. Was? Warte, was? Hab ich mich verguckt? Das kann natürlich sein, uns fehlt immer noch ein Amulett, das stimmt sogar. The fuck, ist das ein Achterspruch? Oh mein Gott. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Das ist ein Sechserspruch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist ein Siebener. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Was ist denn das für ein Schmarrn? Stimmt, das ist ja ein ganz anderer. Das ist... Warum 7? Hä? Ja, dann kann es ja nicht gehen. Du hast recht. Das habe ich ja gar nicht erkannt. Lieber ein Achter Spruch als ein Achter im Fahrrad. Oh mein Gott. Das ist so? Ey, warum bist du... Hallo? Heute droppt ihr aber die Witze. Hilfe! Oh meine Fresse. Oh ja, lad 5 Jahre nach wieder. Ich muss doch mal weg, gell? Tschüss.
Okay, verschiedene Türen. Boah, es ist so dunkel hier. Wahnsinnsgeschichte. Was ist das? Revolvermuni, schön. Was? Ahnlich? Steht da ahnlich? Ähnlich? Ahnlich? Der Mary Celeste ist auch dieser Tisch seit langer Zeit unberührt. Da steht doch ihn. What the fuck? Keine Ahnung. So als sei der Besitzer plötzlich weggegangen und nie wieder hergekommen. Ein unvollendeter Brief ist Zeugnis einer stillen, unbeendeten Geschäftigkeit. Glückwunsch. Oh, Flachwitz. Hab ich gar nicht mitbekommen. Erzähl einen Flachwitz. Was ist orange und geht viel spazieren? Ach, eine Wanderine. Gut. Ja, da muss ich los. Echt. Echt da, aber hier. Puh, da muss ich aber ganz schön los, du. Da muss ich aber loswandern. Ich sehe nichts. Ich sehe einen Scheißhaufen. Dieser Tisch wird peinlich sauber gehalten. Peter wundert sich, dass in diesem Hospital, das sich an der Front des Krieges befindet, nicht mehr Chaos herrscht. Werden hier nicht die Sterbeurkunden ausgestellt? Ja, vielleicht. Das muss halt auch ordentlich sein. Ja, was gibt's? Nix. The fuck, was ist jetzt? Hey, der hat einfach geschossen! Hä? Der hat einfach irgendeinen Scheiß gerade gebaut. Wahrscheinlich meine Sanity wieder am Arsch. Lass mich mal holen, bitte. Die ist am Arsch ein bisschen, ja. So, jetzt chill mal. Das ist der Generator, oder? Da liegt aber wieder was. Gewehrmuni, Neusen, Steinzen. So, was ist jetzt mit dem Generator hier? Die Orgel ist seit ihrem Aufbau nahezu unverändert geblieben. Ursprünglich wurden die Windladen manuell bedient. Nun aber arbeiten sie mit Dampfdruck und werden elektronisch gesteuert. Dies ist eine der ältesten restaurierten Pfeifenorgeln der Welt. Cool. Voll spannend. Und wie kann ich den Schmarrn antreiben? Ich liebe die Cortana-Flachwitze. Sie sind echt das Beste am ganzen Stream. Schön, wenn sie dir gefallen. Die sind witzig. Hey, was ist das? Ein alter, rostiger, aber zuverlässiger, mit Kohlen gefeuerter Boiler versorgt die Kathedrale mit Wärme und Dampf. Momentan wird kein Dampf in den Generator geleitet. Ja, dann dreh mal dran. Das ist, glaube ich, das dunkelste Kapitel, das wir je hatten, oder? Wir haben keine Fackel, ne? Nee. Geil. Ey, Wahnsinn. Guck mal. Trapper. Das war so knapp. Leckos Mios. Der Generator arbeitet nun, versorgt aber offensichtlich nicht alle Schaltkreise der Kathedrale mit Strom. Vielleicht ist eine Sicherung rausgesprungen. Hier ist ein Hebel, mit dem man den Generator ein- und ausschalten kann. Ja, dann ab geht's. Das Geräusch knirschende Metalls auf Metall verbindet sich nun mit dem des zischenden Dampfes, aber trotzdem scheint keine Spannung zu entstehen. Ob einer der Schaltkreise unterbrochen ist? Ich mag Züge. Ja, hier ist der Name des Spiels Programm. Darkness, ja. Ist so. An der Wand neben dem Generator befindet sich ein offener Sicherungskasten. Eine der Sicherungen fehlt. Es gibt keinen Hinweis darauf, wo sie sein könnte. Das klingt für mich danach, dass wir in der Gegenwart endlich in den dunklen Raum dann können. Das schreit ja schon danach eigentlich. Hilfe, Trapper, nein, bitte! Ich glaube, es war aber richtig arschknapp. Hör mir auf, du! Einfach drauf. War das nur einer? Ah, der Weinkeller. Ah ja. Was ist hier los? Der tote Körper eines Soldaten liegt auf dem Boden. Obwohl er nicht im Kampf an der Front war, ist er doch gefallen. Sein Schicksal trennt ihn und sein Ende von seinen Waffenbrüdern. Er wurde das Opfer der Kathedrale. Nicht das einer Kugel oder eines Bajonetts.
Ich mag die Geräusche hier nicht. Entschuldigung, wer ist hier? Okay. Im Keller sind Fässer mit reifenden Weinen in der kühlen Luft aufgereiht. Sobald der Krieg zu Ende ist, wann auch immer dies sein wird, wird dieser Wein zu den besten seines Jahrgangs zählen. Ja. Womöglich. Er untersucht es also nicht. Ist wahrscheinlich nichts in den Fässern drin, oder? Diesmal. Ich kann hier... Also hier ist nichts, wirklich. Hier ist nichts. Okay. Na gut. Wo könnte denn die Sicherung sein? Es ist stockfinster, man sieht ja nichts. Knappe Geschichte. Oh, danke für den Clip, echt. Es war super arschknapp. Wo könnte denn alles sein? Was ist denn hier wieder los? Stahllos. Weiß auch nicht. Mir ist kalt. Ajo, das Zimmer. Oh, witzig. Maimal. Surprise, surprise. 1000, oder? Bitte. Der Wein ist der beste in seinem Jahrgang. Wie gut war bitte sein Abschlusszeugnis? Krass. Ja, echt, ne? Der Duboy, der muss richtig hier geackert haben. Ah, Maimal. Gut, wir müssen also eine Kacksicherung finden. Da drüben, würde ich mal behaupten. Der ist doch bestimmt auch weg. Der ist sogar tot. Ist nicht so gut. Am Fuß der Treppe liegt eine Wache, grausam getötet durch die Kreaturen, die diese Kathedrale nun für sich beanspruchen. Der Tod kam schnell und ohne große Qualen. Na, immerhin. Rein da. Entschuldigung. Stoppen Sie mal ganz kurz. Liste der Sprüche. Isolierung. Sprechen. 5. Mantorok. Ab geht's. Gibt uns alle Zeit der Welt. Oh, schon tot. Nicht den Kopf verlieren. Ich mag diesen Zauber. Der Zauber ist gut. Wir können uns übrigens auch mal erholen. Mir geht's nicht so gut. Bevor die wieder mein Leben snacken. 5 Octoroks, richtig. Ich habe gerade 5 Octoroks benutzt, ja. Das ist wichtig. Da ist gerade ein Kappa durchgeflogen. Das war, glaube ich, auch nur wegen niedriger Sanity. Ich glaube, das war gar nicht wirklich da. Was ist das? Kalter Nebel umhüllt den Altar. Als Peter sich dem Stein nähert, überfällt ihn Kummer. Die Kathedrale ist unzweifelhaft böse. Und kein heiliger Ort, wie sie es eigentlich sein sollte. Was du nicht sagst. Mensch, es kommt ja überraschend, ne? Mein Schutz, Isolierung, ist die noch da, oder? Ja, geile Geschichte. Dann gehen wir mal da rein. Oh mein Gott, wisst ihr noch? Der scheiß Boxfight hier drin. Oh my freaking fuck. Du, da sind ja eine Menge Leute. Isolierung, sprechen. Ich glaube, da reicht 3er für euch. 3 Octoroks. Hey, ihr sterbt ja alle weg. Ih, wie sind der da durchgekommen? Spinnst du? Oh, alle tot. Stirb. Ich bin ein großer Freund von Isolierung geworden, echt. Kisten mit medizinischem Material warten auf ihren Einsatz bei der Behandlung der Verwundeten. Sie sind mit blutigen Fingerabdrücken übersät und es ist schwer zu sagen, ob sie zur Rettung von Leben oder zur Verkürzung der Leiden benutzt werden werden. Gewehrmuni, geilo. Okay. Medizinisches Material. Gewehr der Munition.
Medizin, nee. Was ist das da? War das schon immer hier? An der Wand ist eine Fackel. Wir können endlich im Dunkeln sehen. So, warte mal. Schon viel besser, Leute, echt. Das ist echt krass. In diesem Raum wurde eine provisorische Leichenhalle eingerichtet. Blutgetränkte Laken bedecken die geschundeten Körper der Verstorbenen. Aber es ist auch echt interessant, dass es den Ersten Weltkrieg hier gerade mal behandelt, tatsächlich. Sieht man selten in Spielen. Meistens wird der Zweite behandelt, ne? Der Boxfight war lustig, der war wirklich lustig. Five men to rocks on the beach. Ja, guck! Nahkampf! Ja, ein zweischneidiges Schwert. Ja, wundervoll. Jetzt brauchen wir die ganze Muni auch gar nicht mehr und alles. Dieser Raum wird seit langer Zeit nicht mehr genutzt. Die Regale, in denen einst Bücher und Schriften untergebracht waren, sind nur mit Staub überzogen und beherbergen nur Abfall und Schutt. Oh ja. Ich mag, wie hier das Licht durchscheint und überhaupt und sowieso. Das Spiel hat so coole Einstellungen, so von Kamera und Licht und alles her, weißt du, wie man, das ist echt, ist ein hübsches Game. Hier ist nichts mehr, sagst du? Gut, dann gehen wir wieder runter. Stimmt, wie geht's uns? Ja, du, da können wir. Sheesh, Digga. Richtig. Drei Mantorocks, Octorocks. Sanity und Leben ein bisschen hoch, ne? Das ist wichtig. So, schauen wir mal, was hier abgeht. Hallo, hallo, ist da wer? Die Sicherung haben wir aber auch noch nicht gefunden, hä? Warum nicht? Junge, was sind das für Geräusche? Wer flüstert? Könnten wir auch mal speichern, oder? Wer flüstert? Da kommt wieder Blut von oben runter. Das gefällt mir nicht. Das ist einfach Zelda mit Octoroks. Einfach das neue Tears of the Kingdom. Echt so? Wir haben auch schon rausgefunden, dass es auch das Pokémon für Erwachsene ist. Wegen den Typenschwächen. Rot, Grün, Blau und so. Naja. Das ist The Legend of Pokémon Zelda. Hier. Tears of the Octoroks. Keine Ahnung. Weiß auch nicht. Kann nicht Pokémon sein. Sieht viel zu gut aus. Stimmt, stimmt. Das ist jetzt traurige. 3, 4, 5, 6, 7. Tja, gut. Wo ist die Sicherung? Echt? Scheiße. Scheiße, was ist passiert? Hallo, Krabbelfieh. Ah, Scheiße. Junge. Oh mein Gott, wieder zu dumm zum irgendwas machen. Lass mich los. Ich mach dich fertig. Junge, wo schlägt er denn wieder hin? Nindos. So, jetzt. Ja. Zerhackstücke mir das Scheißvieh. Jetzt seid ihr mal hier. Zack, wieder Fackel. Okay. Da, guck mal, da geht's doch hin. Wusste ich doch. Hallo, hallo. Aber hier ist doch. Oh, freaking. Du bist ja jetzt auch böse zu mir. Ja. Spinnst du, oder? Du kommst da nicht mehr raus. Du bist schon besser kaputt. Ja, das kommt da nicht mehr raus. Ich spiele gerade Pokémon und kann das zur Hälfte bestätigen. Die Skins für meine Digimon sehen halt schon echt gut aus. Ich liebe Yokai Watch. Nee.
Okay. Okay, mal. Immer diese Heuschrecken, echt so, voll die Heuschreckenplage. War das so im Ersten Weltkrieg, ja? Gab's da eine Heuschreckenplage? Ja, aber hier ist ja nur der Glockenturm, oder? Weiß ich nicht. Wer seid ihr denn? Was ist denn das? Magisches Item. Rot. Oh, das war aber knapp. Sonst gibt's aufs Maul, echt. Komm, wir gehen spazieren. Zack, jetzt. Schluss. Aua. Ich hack dir deine Hände weg. Alter, wer bist du denn? Oh, wie unerwartet. Jesus, blau. Stirb. Das war unerwartet. Aber ist ja trotzdem draufgegangen, ja? Warum schaust du nach oben? Hä, wo ist die Glocke hin? Ist sie wieder auf dem Kopf? Ich check's nicht. Ich erkenn's nicht. Ich sprech mal was. Ist jetzt hier? Wo ist das Seil? Wo ist die Glocke? Wo ist hier irgendwas? Hallo, hallo? So gehst du spazieren? Okay, ich glaube, mit dir möchte ich nicht spazieren gehen. Hä, warum? Ja, wenn du mich nicht solange du mich nicht angreifst, ist alles gut. Ja? Die komische Tussi da, die hat mich ja plötzlich angegriffen. Ich wollte nur normal spazieren gehen. Okay, hier ist also nichts. Nicht mal mehr die Glocke. Das ist merkwürdig. Was ist hier geschehen? Okay. Die hat dich nur mal angestupst und glaub sogar, dass das ein Versehen war. Ja, so, dann habe ich das falsch interpretiert. Ja, nein, das passiert halt einmal, oder? Keine Ahnung. So. Bin ich, wenn ich zu Gecko laufe und mich im Ersten Weltkrieg verlaufe. Hä? Verlaufen? Ach so! Ah, so ist es. Da oben ist eine A. Da ist ein A! Das ist das Zeugnis von, hier. Ne? Von dem Wein. Boah, wir müssen halt eine Popelsicherung finden, oder was? Die kann ja überall sein, oder wie, oder was? Im Glockenturm war jetzt nicht leider. Ja, aber die Sicherung, die muss doch die hier. Jetzt mal ohne Witz. Hallo, hallo. Das kann ich nicht mehr untersuchen. Okay. Hätte ja sein können, dass da wieder mal was drin ist. Ich verlaufe mich halt nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit. Das ist Next Level Shit. In Raum und Zeit verlaufen. War das ein A? Sind wir jetzt bei Wissen macht A? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Journal. Ja, was auch immer. Irgendwo eine Sicherung. Hallo, hallo. Was? Ja, geiles Untersuchen auch an der Stelle. Dieses Rumgesuche auf einmal nur noch. Nach so Popeldingern. Oh, was ist das? Was ist denn das jetzt wieder hier? Muss ich wieder Magie irgendwo anwenden? Ich wüsste aber nicht wo. Hallo, hallo? Haben wir wieder was übersehen?
Aber checken wir wieder irgendwas nicht? Ich meine, wir haben jetzt Licht. Das ändert schon mal was. Ja. Wir haben einen Glückspenny. Wir haben ein Notenblatt. Ne? Komm, nutz doch einfach den Penny. Eben. Besitzt eine Menge. Peter besitzt eine Menge Einfallsreichtum und ersetzt die fehlende Sicherung einfach durch seinen Glückspenny. Und erstaunlicherweise funktioniert es. Der Strom kann wieder fließen. Ist mir einfach gerade mal eingefallen. Nutzt den Penny. Ist ja auch Kupfer. Ist ja auch leitend. Aber darauf muss man auch erstmal kommen. Oh Mann. Crazy! Einfach mal den Penny genutzt. Sehr schön, dann let's go. Crazy. Wow. Wirklich so? Witzig. Das war jetzt ein Geistesblitz irgendwie, keine Ahnung. Nicht schlecht? Gut. Jetzt haben wir wieder Strom. Das heißt, wir können wieder hoch. Hier sieht's ganz lustig aus. In der Wand ist ein Loch, gerade groß genug, dass ein Hund hindurchpassen würde. Das schreit doch nach Trapper. Jetzt geht's aber los hier. Speichern, speichern. Nicht der Penny, er und Chip. Und benutztes Taschentuch war noch ein so gutes Trio. Ja, Penny hat jetzt sein eigenes Abenteuer. Penny steht ein bisschen unter Strom. Es muss ein bisschen Dampf ablassen. Verstehst du? Wegen hier Dampfmaschinen? Okay. Dings.